Ja, ich weiß, das machen die, dass die diese Spiele so irgendwie dann. Ja. Hallo. Unstable Afflictions bis zum geht nicht mehr, bis zum geht nicht mehr, bis zum geht nicht mehr. Dots nachsetzen. Unstable Afflictions nachsetzen. Gut. Habe ich das hier fertig? Kann ich hier wohl wieder weg? Oder es kommt noch was. Kann ja sein. Ich muss die irgendwo befreien. Oh, neue Quest. Okay. Kono Freed und Tortolan Scrolls. Und Paladin, ja, kann ich erstellen, aber ich habe absolut keine Ahnung von der Klasse. Ich habe das letzte Mal Paladin Classic gespielt. Holy Paladin. Weißt du, wie dann auch das Talentsystem aussah? Wenn man gar nicht drüber nachdenkt. Also Venien, also... Venien ist ja tot, aber Andy, der jetzt ja Venien, für Venien da zuständig ist für die Seite, der hat da mal ein Video drüber gemacht und hat nochmal so die alten Classic-Talente gezeigt. Als ich das gesehen habe, oh mein Gott. Und da hat auch noch so die Wrath of the Lich King-Talente gezeigt. Ich meine, es ist ja ganz cool, wenn du so Bäume und so Talent-Trees hast, aber was es da für absolut sinnlose Talente gab, die du einfach nur geskillt hast, um da weiterzukommen. Egal, ob das irgendwie Sinn gemacht hat oder nicht. Ich finde das neue Talent ist so. Talentsystem so viel besser einfach. Kann mir auch keiner sagen, dass das irgendwie dann. Ja, man hat da mehr Freiheit. Ja, toll. Die Freiheit sah also bestand darin, dass man immer das. Genau das geskillt hat. Immer das. Du hast als Fire Mage immer nur eine Talentverteilung gehabt. Du hattest hinterher in Wrath hattest du so eine Art Arcane Frost Talentverteilung. Du hattest so eine Art. Arcane Fire Talent Verteilung auch schon, ich glaube in Burning Crusade oder so. Aber keine Ahnung. Ernsthaft. Aber ja, kann ich von mir aus machen. Aber ich kann dir dann nicht sagen, ob das irgendeine Veränderung darstellt, ob das irgendwas Besseres ist. Kann ich dir nicht sagen, musst du dann selbst für dich entscheiden. Alle drei Dekar-Talent, also Talent-Trees haben, ja, stimmt. Ja, aber braucht man das? Also, weiß ich nicht. Ich finde so, wie es jetzt ist, was die Talentverteilung anbelangt, mit Abstand am besten. Ich meine, ja, ist der Diablo-Stil, aber ist mir doch egal. Ich finde es einfach cool, wenn du deine Talente für irgendwas spezifisch einfach abändern kannst. Darauf reagieren kannst und nicht einfach eine Talentverteilung hast, die du immer und immer wieder halt hast. So, jetzt muss ich wieder auf den Kollegen hier aufpassen. Kriegt gerade wieder gut aufs Maul. Nee, ich habe nie Warhammer gespielt, nee. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass es jetzt dieses Rift Prime gibt?
Also sowas wie Classic Server für Rift finde ich irgendwie total interessant. Ich habe da mal reingeguckt bei Tauli. Weil Rift hatte ich damals zum Release gespielt. Zwar nicht so super lange, ein paar Monate glaube ich. Ich fand Rift eigentlich immer ziemlich cool, aber es ist halt zu viel WoW, gerade vom Gameplay her. Aber mir hat es gut gefallen. Ich weiß nur nicht mehr, was ich damals gespielt habe. Ehrlich gesagt, das ist so viele Jahre her. Okay, die droppen die Scrolls. Okay. Oh mein Gott. Schon wieder fast tot, das Viech, ey. Wirklich. Kann ich es neu beschwören. Das kriegt aufs Maul, das ist der Wahnsinn.